Willkommen zurück zu Pony Island. Ich will nur einen kurzen Augenblick die Musik genießen. Ist es nicht schön? So, jetzt wird fortgefahren. Okay. Ach ja. Guck mal. Oh, ich habe Flügel jetzt. Nice. Sehr nice. Das heißt, wir können jetzt hier über diesen Teich, den wir in der letzten Episode nicht erklimmen konnten. Erklimmen ist ein Berg, aber ist völlig egal, Kreis. Dieses Spiel erlaubt ja alles. Nachdem wir legal all unsere Levels... Mir wurde gesagt, ich soll versuchen, alle Tickets einzusammeln, aber ich glaube, ich habe schon ein paar Tickets verpasst. Okay, ist das schon... Moment. Oh. Okay, das muss reichen. Das ist sonst so laut bei mir auf dem Ohr, dann kann ich mich ja gar nicht mehr konzentrieren. Oh, kann ich auch Laserbeams? Yo, guck mal, ich kann jetzt Laserbeams und Flügel. Ich werde das schönste Einhorn der Stadt. Mit Laserbeams. Der glaubt, der kann mich herausfordern hier. Ach, das mache ich alles gleichzeitig. Ist kein Problem, Alter. Sehe ich aus wie der Chef von Amazon. Ich kann Multitasking. Ooh, yeah. Ja, ich bin ein Kind der 90er, Freunde. Mir könnt ihr mit so einem Multitasking-Scheiß nicht kommen. gehe ich jetzt links lang? Höhle der Tränen? Oder gehe ich da oben lang? Was gibt's denn hier oben? Ein Berg. Aber ich hätte gern... Da ist direkt das nächste Feld. Ich gehe mal hier oben. Ich gehe mal den Umweg, weil dann sagt er vielleicht, hey, ich krieg das Ticket. Einfach mal ausprobieren. Kann ja nicht schaden. Ich meine, Pony Island ist das beste Arcade-Game, was jemals auf diesem Markt gewesen ist. Ah, der schon wieder. Na komm, ich rasier dich, Alter. Ich bin Einhorn Abdi. Das da vorne ist kein Horn, Alter. Das ist Gillette. Alter. Da kommt das Spiel aber ganz schön ins Ruckeln, hä? Weil ich so heftig bin. Ah, da kommt doch jetzt sicherlich noch so einer. Alle guten Gegner sind drei. Oh, das wird ganz knapp. Oh. Da sind selbst meine Flügel schon rot geworden. Aber hey, guck dir das an, Alter. Der Typ ist einfach so heftig. Ich will das Ticket. Muss denn... Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wo ich lang muss. Da oben ist so ein Ding. Dann gehe ich erstmal unten lang, oder? Ich will auf jeden Fall gucken, ob ich hier alles irgendwie herausfinden kann. Weil jetzt gerade werde ich ja nicht so hart getrollt. Ach, guck mal, ich kann das Level hier gar nicht starten. Ich muss hier den unsichtbaren Gang nehmen. Oh, das wird er nicht mögen. Das wird er nicht mögen. Da wird der Luzifer aber gleich kommen und sagen, hey, nee. So machen wir es nicht. Klick. Das war's schon? Einfach einen Coin gesammelt? Wäre ich mal die ganze Zeit einfach hier lang gegangen. Hä? Okay. Brauche ich diesen Coin für irgendwas? Ne, hier ist nichts mehr. Toll. Super gemacht. Kreis, du bist ein richtiger Held. Na komm, geh doch mal da lang. Hä? Komm, geh doch mal zum Ticket. Geh doch mal zum Ticket. Trau dich doch mal, kleines Einhorn. Na dann halt nicht. Dann gehen wir halt oben lang. Keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Ah, da hätte ich vielleicht in irgendeinen See reinspringen müssen oder so. Aber das kann ich auch nicht starten, hier das Ding. Da muss ich das hier starten. Okay, zurückgesetzt auf 0. Plus 1, dann geht er hier rüber. Plus 1. Kleiner als 0. Was ist das hier? Oh, da geht's wieder raus. Vielleicht will ich jetzt einfach mal... Moment. Nee, das geht ja nicht. Da geht's minus 1, minus 1.
Vielleicht muss ich das hier und das hier benutzen? Und dann das hier? Dann einfach... Ist hier noch was? Vielleicht das hier rüber? Das geht ja auch nicht. Aber gerade ging's da noch. Vielleicht war das schon gar nicht so falsch. Ah, okay, Moment, jetzt... Und jetzt einfach hier rüber dann. Beziehungsweise kann ich auch dahin einfach. So, naja, gut. Na, da muss man immer ein bisschen den Grips anstrengen, ne? Das ist nichts für Zartbetuchte hier. Oh, da ist ein Totenkopf im Hintergrund gewesen. Oh yeah. Zeitlupen, Slow Motion, Alter. Ob die Slow Motion mit drin ist oder ob das Spiel einfach... Vielleicht schafft mein Rechner auch einfach diese hohen, hoch angesetzten Frames hier nicht. Aber das kriegen wir schon alles hin. Guck mal hier, das reißen wir einfach alles auseinander. Ist ja überhaupt kein Problem hier. Da, die paar Luziferköpfe hier. Da kann mir so eine Totenkopfwolke, die macht mir keine Angst. Die macht mir einfach keine Angst. So. Ach, komm her. Er versucht mich hier im RPG-Modus irgendwie zu knechten. So, der Bluttunnel. Ah, da. Irgendwie wieder... Unsichtbare Levels. Ach, da oben ist noch eins. Und da ist auch eins. Okay. Hä, wo denn? Wo denn? Da. Okay, seht ihr irgendwas? Ich sehe nichts. Das könnte überall sein. Moment, aber der Mauszeiger zeigt hin, ne? Boah, da ganz oben, ey. Das musst du erstmal sehen. Das musst du erstmal sehen. Okay. Die Wüste der Sünden. Ei, der Daus. Mit echten Kakteen. Ach, er schon wieder. Jetzt schießt er irgendwelche anderen teuflischen Teufelssymbole. Aber auch das kann mir nichts. Guck, rasiert, Alter. Oh. Den hätte ich fast nicht gesehen, weil ich dachte, das wäre ein Kakitus. Aber ich habe keine Angst vor Kakitus und seinen Freunden. Denn auch der große Kakitus hat irgendwann nur noch einen Stachel. Ist eine Lebensweisheit, solltet ihr euch auf jeden Fall aufschreiben. Ja, auch wenn ein Lehrer in der Schule mal irgendwie fragt, dann einfach sagen, ist Ihnen eigentlich bewusst, dass auch der große Kakitus irgendwann nur noch einen Stachel hat? Und dann wird er sagen, oh, du bist weise und gelehrt. Ich sollte vielleicht lieber auf dich hören, als du auf mich. Hm. Alter, hier geheime Level, ey. Ich check das nicht. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Na komm, mach einen Dode. Mach einen Dode. Gib ihm richtig dicke Laser. Oh oh. Oh oh. Ah. Ich hab's drauf, Alter. Ich hab's drauf. First Try, Leute. Ich bin einfach der First Tryer. Jump'n'Runs sind für mich einfach mit in die Wiege gelegt worden. Die Höhlen der Wahrheit. Oh, da oben. Da ist die extreme Höhle der Wahrheit. Dann gehen wir da mal rein. Was? Verlassen, was? Oder möchtest du eine Vision sehen? Oh, ich hätte gerne eine Vision. Ein kurzer Blick. Okay, danke schön. Zeig mir eine ganz kurze. Oh. Alter, was ist das? Was war das? Nun kannst du eine von drei Fragen stellen. Wer war ich? Wann bin ich gestorben? Wer hat mich getötet?
Ich weiß nicht. Ja, war ich. Dein Name war Theodore. Du hast eine Mutter und eine Tochter hinterlassen. Und wo bin ich? Das ist genug. Gib zurück einen zum Verlassen. Nein. Nein. Ich will aber bleiben. Ach Mann, immer will er mich ärgern. Und das war's jetzt hier, die Höhle der Wahrheit. Oder kann ich nochmal rein? Nee, schade. Okay. Alles klar, ich dachte, vielleicht kann ich noch eine Frage stellen. Ich dachte, er ist nicht so schlau. Da-da-da-da-da. So. Die Wüste der Sünden ist überwunden. Ich bin hier seit Stunden. Da-da. Er glaubt erst so, ich bin der Baus, Alter. Easy going, da ist er nochmal. Ich weiß nicht, warum er es aber auch immer wieder versucht, ne? Ich weiß nicht, warum er es immer wieder versucht. Guckt es euch doch einfach an. Guckt es euch doch einfach an. Ich brauche ja einfach, ich brauche es ja nicht belegen. Es ist ja belegt. So. Du machst das so toll, ja. Nun brauche ich mehr Zeit, um mehr Inhalt für dich, okay, zu erstellen. Ja, dann los. Wieso machst du nicht eine Pause? Nein. Nein, nein, ist okay. Ich würde gern, möchte das Spiel verlassen? Nö. Nein. Nein. Okay, okay, er will mich also verarschen. XY, was, was, was? Also ich muss, die Y-Position muss unter 0 sein, ne? Gut. Dann schicke ich das Ding einfach mal dahin. Warte mal, ne, Moment. Kleiner als 0, größer als 0. Okay, okay, und jetzt einfach hier runter. Dann müssten wir eigentlich ja da... Was? Achso, X muss kleiner als 0 sein. Dann muss ich das erst hier rüberleiten und hier so ein bisschen... bisschen experimentieren. Warum... Moment. Dann so und erstmal so, ne? und dann so. Ah ne, Moment, jetzt muss ich erst wieder nach oben. Einen Augenblick. Ich muss doch irgendwie von dem Ding, oder muss ich von dem Ding auf Y, Moment, Y muss plus dann sein, oder nicht? Okay, das hat jetzt auch nicht so geklappt, aber X habe ich schon mal weit auf Minus gekriegt. jetzt muss ich ja Y irgendwie auf 1 kriegen. Es müsste dann so gehen. Und jetzt einfach das hier so und das, glaube ich, dann egal. So, haha. Alter, ich bin der Hacker-Pro. Möchte das Spiel verlassen? Nein. So, ich dachte, er hat keinen Content mehr. So. Oh, die Satan-Tech-Festung. Dann mal rein hier in Satan-Tech. Okay, ich hab dir gesagt, dass du
eine Pause machen sollst. Das war... Ich brauche hier mehr Zeit. Du bist nicht bereit. Doch, ich bin bereit. Kreis ist immer bereit. Ich bin immer bereit für jegliche Bosskämpfe. Lass mich einfach. Nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Ich will nicht, dass du weitere Level programmierst. Ups, neun Tippfehler. Warte. Start. Der Schneemann. Ich hoffe, es ist gut. Zweifel, es wird funktionieren. Was war das für eine Funktion? Ponys sind süß. Hoffnung. Erstelle mehr Ponys. Ich will aber nicht mehr Ponys. Ich will das Level machen. Zu dunkel. Muss freundlicher sein. Was ist dein Freund? Ja, mehr freundlicher Inhalt. Schön bunt. Okay, Pony Island scheint ein bisschen broken zu sein. Okay, wir starten das Spiel. Daten zurücksetzen. Das ist schon mal falsch hier. Das sehe ich ja direkt. Dann brauchen wir Portal von hier nach da. Okay, S-Daten. S-Daten plus 25. Und S-Daten müssen größer sein als... Okay, Loop around. Am Ende müssen wir dann dahin. Dachte ich mir irgendwie schon, dass das jetzt kacke ist. Ja, sobald er da drauf kommt, geht er wieder zurück, oder wie? Moment. Ah, okay, okay, warte. Vielleicht doch so. Und dann so. Und dann erstmal so. Okay, okay, das ist gut. Ach so, er setzt dann die Daten zurück. Das ist nicht so gut. Moment, Moment, da muss ich... Also er fängt hier immer auf 0 an. Das sehe ich ja schon mal richtig, oder? Ja, das sehe ich richtig. Das ist blöd, da will ich gar nicht hin. Jetzt muss ich kurz überlegen. Und vielleicht so und so. Nö. Ich muss ja verhindern, dass er wieder vorne anfängt. Aber warum teleportiert er jetzt nicht von denen in denen einfach? Warum macht er das nicht? Achso, doch, macht er. Oder vielleicht dann mit dem hier rüber? Nee, ist ja auch blöd. Kann ich hier irgendwas klicken, Alter? Will mich dieses Spiel irgendwie reinlegen? Weil ich will ja gar nicht wieder hier rumloopen, quasi. Ich muss ja von hier... Wenn ich jetzt von hier nach da gehe, bringt auch nichts, ne? Nee. Dann geht er da hin und sagt, ist scheiße, was du machst. Also muss ich ja quasi... Aber muss ich das jedes Mal umstecken dann? Das wäre ziemlich scheiße. Vielleicht muss ich... Ah, Moment, Moment. Jetzt könnte ich es eigentlich loopen, glaube ich, ne? Jetzt müsste es eigentlich... Ja. Jetzt haben wir das schon mal. So, jetzt haben wir genug S-Daten. Dann müssen wir mit dem Telefurzer. Der Telefurzer muss dann hier rüber und dann muss der da rein und dann kann ich die hier wegstecken. So, so müsste es jetzt gehen. Ja, herrlich, herrlich. Ich habe den Schlüssel gefunden, das ist der Schneemann.
Frosty, der Schneemann und der Pfefferkuchenhaus. Er braucht mehr Zeit, der Stellgeschwindigkeit mal 10. Das bringt doch alles nichts. Freundlicher. Neues Maskottchen. Ey, hallo, ich bin das Maskottchen. Ich bin das einzig Wahre. Zu winken. Verschwinde aus meinem Spiel. Mach langsam. Nein, ich will aber nicht. Ach du, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, wir brauchen C-Daten. C-Daten müssen größer als 99 sein, aber, oh, oh Gott. Also hier ist schon mal alles scheiße, alle Daten hier zurücksetzen ist schon mal gay. Deswegen schätze ich, müssen wir erstmal hier rüber. A-Daten plus 25. Oh Gott. Vielleicht brauchen wir die gar nicht. Wo sind die C-Daten? Da sind die C-Daten. Und da komme ich nur hin, wenn die B-Daten größer sind als 99. Das ist schon mal Voraussetzung. B-Daten. Die B-Daten sind hier. Also muss ich auf jeden Fall erstmal hier rüber. Schauen wir doch mal eben. So. Nee, so ist Quatsch. So, jetzt sammle ich erstmal ganz viele B-Daten und A-Daten. Ach, das geht ja auch nicht, weil er da die... Ah doch, Moment, jetzt komme ich da rüber, weil die A-Daten... Ist ja egal, ne? Warte mal, dann mache ich das da rein. So, jetzt sind die A-Daten größer als 99. Dann muss ich da runter. Hier hin. Und dann... Wieso fängt er wieder von vorne an, der Spacko? Oh Gott, ey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, das macht mich fertig. Das macht mich richtig fertig. So, weil da haben wir auch noch mehr Platz. Also, jetzt kümmern wir uns erstmal wieder um die A-Daten. Ich glaube, die A-Daten brauchen wir als erstes. Weil das ist das Einzige, wo ich jetzt gerade Plus machen kann. Dann nehmen wir die A-Daten und wenn die fertig sind, hier zum Beispiel, ne, dann gehen wir hier rüber. So, dann wird er hier rüber gehen. Dann wird er dahin gehen. Aber was macht er dann? Weil hier ist ja nichts. Hier ist ja kein zusätzliches Feld oder so. Dann geht er hier rüber. Ich sag jetzt mal, er geht jetzt hier rüber. Ne, der überspringt er ja. Er muss ja nicht überspringen. Also bringt das nichts. Aber wie komme ich an diese B-Daten ran? Weil jedes Mal, guck mal, hier ist ja B-Daten minus 25, das ist Plus. Also ist hier Plus minus 0. My brain, Alter, my brain burns. Das wird ja nichts bringen. Das wird ja nichts bringen. Ist eigentlich Jacke wie Hose, ne? Habe ich das jetzt... Ah, doch, Moment. Okay, jetzt verstehe ich's. Dann kann ich hier rüber. B-Daten. Okay, Moment. Dann hier das Portal reinsetzen. Jetzt müsste es klappen. Gehen wir da rüber, dann wird da teleportiert. Sehr schön. Das macht mich verrückt. Aber wir haben B-Daten größer als 99. So, jetzt mal kurz unterbrechen. So, wenn ich den jetzt hier rüber schicke. Ich schicke den da rüber, dann geht er automatisch nach unten. Das heißt, warte, ich nehme das auch mal raus. Das heißt, hier mache ich ein Portal rein. Und hier auch.
Und jetzt kann ich, dann kann ich hier die C-Daten tanken, wenn er erstmal hier angekommen ist. Dann kann ich den ja hier loopen, bis sie dann voll sind, ne? Theoretisch. Und jetzt schicke ich den darüber und B-Daten plus. So. Jetzt das hier. So, und jetzt müsst ihr eigentlich C-Daten sammeln ohne Ende. Ja, sehr schön. So, und dann kann ich theoretisch das Portal hier reinsetzen, dann geht er hier hin, dann kriege ich zwar B-Daten wieder minus 25, aber ist ja nicht schlimm, weil ich brauche ja nur die C-Daten. Dann geht er hier rüber. Ja, jetzt müsste es eigentlich passen. Ha! Alter, bin ich gut. Es ist noch nicht fertig, aber hier ist ein roter Baum. Okay, ich kann auch hier ins Wasser gehen. Hier ist ein extra Strand. Hallo. Hallo. Hier ist der See, der Ticketsee. Moment, das ist ja alles verkehrt rum. Gelber Berg, grüne Bäume, hier steht alles auf dem Kopf. Der grüne Kakti. Oh, was ist das? Alter! Ich glaube, ich habe das dämonische Dämonen-Schlussschloss gefunden. Das ist eine Fackel. Du hast es geschafft. Okay. Das letzte Level im Abenteuer-Modus. Ach so, das ist ja dann erst das zweite Ticket oder so, ne? Ich wollte einen größeren Spannungsaufbau, tja. Aber nun bist du hier. Also können wir auch einfach anfangen. Ich habe immer das Gefühl, dass meine Stimme sich ein bisschen anders anhört. Der letzte Gegner bin natürlich ich. Solltest du verlieren, gehört deine Seele mir. Okay, aber ich habe dich doch jetzt schon rasiert eigentlich, oder nicht? Ich habe es geschafft. Betrete dieses Portal. Kerndatei. Bezebub. Alter, ein weiterer Dämon. Das war zu erwarten. Moment, okay. Ich muss erstmal checken, worum es hier geht. Okay, keine Ahnung. Das Bild ist stehen geblieben oder so. Das Spiel hat große Probleme. Das Spiel hat große Probleme, Leute. Okay, oh boah, durch diese Farben ist es echt nicht so einfach zu erkennen, ob jetzt hier am Boden was ist oder in der Luft schwebt oder er macht es selber kaputt, das ist gut. Ey, Alter, muss ich dem ins Auge schießen oder wohin? Okay, Moment, wenn er so macht, dann muss ich fliegen. Das heißt, ich muss nur darauf achten, ob er halt auf den Boden schlägt oder nicht. Oh Gott, Alter, das ist ein bisschen viel. Das ist ein bisschen viel. Sein Auge ist, glaube ich, kaputt. Ich schieße, ich drücke, aber es passiert nichts. Mann. Shit. Okay, okay. Ach so, weil ich meinen Laser aufgebraucht habe. Das war natürlich doof. Also immer ein bisschen Laser übrig lassen. Da ich drücke... Oh. Bloß nicht unnötig springen, hä? Und immer auf die Angriffswelle warten, weil ich muss... Ich muss nämlich immer wieder aufladen. Alter, ich glaube, ich habe ihn. Ich glaube, ich habe ihn dämonisiert. Ich habe ihn geweißelt.
klingt jetzt ein bisschen racist, Leute, aber das ist es nicht. Auch wenn er nach dem Besiegen aus einem weißen Schwarzer geworden ist, ja, aber da kann ich nichts für, das ist das Spiel. Ey, ich will auf die Verknüpfung! Du wurdest in die Irre geführt. Nein, wurde ich nicht! Aber du willst meine Seele haben, ne? Oh. Voll rausgeklickt. Ich kann die Maus nicht bewegen. Das Zerstören der Datei ist der einzige Weg, die Handlung voranzutreiben. Wovon sprichst du? Sei bereit. Ja, er gibt ihm. Lösche Kerndatei. Narr. Narr. Giftgas. Oh mein Gott. Alter. Das ist ja mega unangenehm. Hallo? Oh, die Musik ist so schön. Hallo? Okay, ich bin in der Arcade. Da ist Pony Island. Was liegt denn da in dem Automaten? Ah. Okay, Freunde, und ich würde sagen, an dieser vollkommen wunderschönen Cliffhanger-Stelle mache ich jetzt auch genau dies. Wir sehen uns in der nächsten Episode von Pony Island. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Ich bleib nämlich auch dran und, ja, nachdem ich gleich wieder mich gewaschen und geduscht habe und mich ein bisschen besser fühle, dann geht es weiter morgen hier bei Pony Island auf meinem Kanal. Wir sehen uns dann auf Wiedersehen. Reingehauen.